Hast du keine Klöppelgruppe in erreichbarer Nähe? Oder bist du nicht mobil? Oder hast keine Zeit, immer zur bestimmten Zeit zu einer Gruppe zu fahren? Dann bist du hier bei der Klöppeloma genau richtig. Auf diesem Kanal bekommen Ungeübte oder diejenigen mit wenig Klöppelerfahrung an kleinen oder auch mittelgroßen Projekten in mehreren Videos und einer Schritt-für-Schritt-Anleitung wertvolle Tipps und Tricks. Auch fortgeschrittene Klöppler und Klöpplerinnen werden davon profitieren. Aber merke, ich klöpple auf dem Flachbrett. Wenn du auf der Rolle klöppelst, solltest du schon ein wenig umdenken können. Die Videos kannst du dir so oft anschauen, wie du möchtest. Und wenn dann noch Fragen sind, kannst du mich in den Kommentaren oder auch per Mail erreichen. Ich werde versuchen, so schnell wie möglich zu antworten. Alles, was du tun darfst, ist, diesen Kanal zu abonnieren. Wichtige Links und auch die Links, die zu dem jeweiligen Projekt gehören, findest du in der Beschreibung unter den Videos. Und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß mit dem neuen Projekt. Herzlich willkommen bei der Klöppeloma. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wollen ja heute wieder mit unserem neuen Projekt starten. Und zwar habe ich mir überlegt, wir machen diesen 3D-Engel. Und zwar ist der von der LOK. Das heißt, der ist von der Deutschen Klöppelverband. Hier unten steht's. Und da könnt ihr den Brief kostenlos euch runterladen und ausdrucken. Ich habe hier mal... Das sind drei Variationen dieser Engelchen. Hier kann man es auch ein bisschen von der Seite sehen. Also man kann die hängen und auch stellen. Ich habe jetzt gedacht, ich mache es in weiß oder halbgebleichtem Leinen. Ich muss noch mal schauen, was ich da habe. Und dann mit einem Goldfaden da drin. Ich denke mal, hier so am Rand lasse ich den mitlaufen. Ja, der Entwurf ist von der Steffi Reinhardt und ausgeklöppelt von Marianne Hartog. Und Bernardine Lorenz Stretschek. Okay, wie gesagt, im Deutschen Klöppelverband, im Holländischen Klöppelverband könnt ihr euch den runterladen. Bei der LOK. Ich werde euch den Link dazu in die Beschreibung verlinken. Ja, das sind also sehr schöne 3D-Engelchen. Ich habe den schon einmal gearbeitet, wollte euch den eigentlich in Original zeigen, aber ich habe ihn schon verschenkt. Bei mir machen diese Dinge immer ganz schnell den Abflug. Der Klöppelbrief sieht ein bisschen seltsam aus, wenn man das so sieht. Ich mache es mal kleiner, dann habt ihr die bessere Übersicht. Na, will nicht. Der sieht also ein bisschen seltsam aus, aber das wird hinterher gefaltet. So, seht ihr, da sind die Faltmarkierungen angegeben, aber das kriegen wir dann gemeinsam hin. Was wollte ich dann noch zu sagen? Ach so, was wichtig ist, sehr schön hat die Marianne uns da Maßangaben beigemacht. Da müsst ihr gucken, wenn ihr es ausgedruckt habt, sollte dieser Maßstab stimmen von der Größe her. Und dann hat sie angegeben, das ist ein Garn, wir brauchen 5 Paar Leinen, 80, also 5 Paar 80er Leinen oder vergleichbare Stärke. Ja, ich hoffe, dass ich da was da habe, sonst muss ich das noch bestellen. Ja, das ist das. Dann werden wir uns also gleich da mal dran geben. So, hier geht's also jetzt los. Erstmal wollte ich euch meine Garnwahl vorstellen. Und zwar benutze ich Bockens 50-2 in halb gebleicht.
Da habe ich 4 Paare gewickelt. A 3 Meter ungefähr habe ich drauf. Es ist ein bisschen schwierig zum Ausrechnen. Ich habe jetzt mal über den Daumen gepeilt und habe mir überlegt, 3 Meter mache ich pro Klöppel. So, 4 Paare. Das 5. Paar in Gold. Und da habe ich wieder hier das Madeira genommen. Da hatte ich noch genügend und damit arbeite ich jetzt weiter. Das ist das Madeira in der Stärke 12, Gold Nummer 34. Ja, und zwar habe ich mir den Goldfaden in der Mitte aufgehangen. Wir fangen hier an. Ich mache mal ein bisschen größer, damit ihr das besser seht, wo wir jetzt hier anfangen. Und zwar mit diesem Band hier runter in Idria-Technik. Ich habe mir hier oben an dem Anfang 3 Nadeln gesteckt, rechte und linke Nadel je 2 Paare drauf, offen aufhängen, wie ein Mäntelchen, also das erste Paar, das zweite Paar denn so, rechts und links da drüber und jeweils einmal drehen. Die linke Nadel genauso. Jeweils einmal drehen, dann sind die verbunden und in der Mitte, die mittlere Nadel, da habe ich jetzt mein Goldpaar aufgehangen. Ich möchte bei dem Leinenschlagbändchen das Goldpaar in der Mitte lassen. Da wir teilweise an den Rändern mit Läuferpaarwechsel arbeiten müssen, wäre das schwierig mit dem Gold am Rand. Das soll jetzt also in der Mitte mitlaufen. So, jetzt fange ich hier erstmal an. Es geht von links nach rechts, hier rüber, im Leinenschlag. Vielleicht, dass ich es hinkriege, später, wenn ich beim Ganzschlag angekommen bin, das Goldpaar am Rand mitlaufen zu lassen. Da muss ich dann gucken, wie das funktioniert. So, hier jetzt erstmal. Da setze ich eine Nadel da oben hin. Dieses Band geht jetzt hier runter. Nadeln werden nur da gesteckt, wo auch, ich habe beim Vorstechen mich schon vertan teilweise, wo auch diese dickeren Punkte sind. Hier wird zum Beispiel mit Nadel vor 4 gearbeitet, also ein Läuferwechsel wird hier vorgenommen. Da wird dann keine Nadel gesteckt. Aber hier an dem ersten da stecke ich mir die Nadel. Jetzt geht es im Leinenschlag nach links. Die goldene. Der hier. Und dann habe ich da wieder eine Verbindung. Das heißt, ich drehe da 1, 2, 3 Mal, steck mir da die Nadel hin, in der Mitte und gehe im Leinenschlag wieder zurück. Ich denke mal, so wäre das mit den Drehern angemessen. Leinenschlag wieder nach rechts. Da kommt jetzt keine Nadel hin, das heißt, der Läufer bleibt liegen und mit dem nächsten, was links daneben liegt, gehe ich nach links. Das wird dann mein Läufer. Der bleibt einmal liegen. Hier habe ich dann schon wieder meinen goldenen. Und hier auch nochmal. Da setze ich, mache ich 2 Dreher und setze mir die Nadel dahin. Jetzt geht es wieder nach rechts. Alles schön im Leinenschlag. Schön, dass wir für dieses Beil wieder nur 5 Paare brauchen. Das ist ja Idria mit dem schmalen Riss. Hier nehme ich mein liegen gebliebenes Paar wieder mit und komme jetzt hier zum
wie die Dreher. 1, 2, 3, 4 mal drehen, ist ein bisschen länger. Also die Dreher der Länge des Steges jeweils anpassen. Da müsst ihr ein bisschen flexibel sein und schauen, wie es wird. Ranziehen die Dreher auch, dass die dann nicht nur auf dem Rückweg oder nur auf dem Hinweg sind. So, jetzt geht's wieder nach links. Da komme ich auch wieder an eine Anhäkelstelle, die ist aber ganz nah beieinander. Das heißt, da drehe ich ganz normal zweimal. Gehe wieder nach rechts. So. Da wird jetzt auch keine Nadel gesetzt. Der Läufer bleibt liegen und mit dem nächstliegenden von links arbeite ich dann nach links wieder. Der wird dann mein Läufer. Gleich ziehe ich alles an, dann könnt ihr sehen, wie das so werden soll. So, mein Laufbar, mein goldenes Paar in der Mitte, auch stramm ziehen, zurechtziehen. Bei Leinen muss man immer ein bisschen nochmal nachziehen, weil das ein bisschen rauer ist und nicht so rutscht. So, hier bin ich, Moment, hier bin ich aber irgendwo nicht richtig ausgekommen. Oh Mann. Mal da, doch, der geht darüber. So, alles richtig hier. Da ist ja, da habe ich ja keine Nadel gesetzt hier. Ich bin mit dem, der Läufer ist da also liegen geblieben. Mit dem zweiten von links bin ich dann nach links weitergegangen. Hier habe ich mein Laufbad zweimal gedreht. Der wird später angehäkelt. Und jetzt gehe ich wieder nach rechts. Dann kommt da einmal auch das liegen gelassene Paar mitnehmen. Und da drehe ich auch zweimal. Und da setze ich auch wieder eine Nadel. Es ist also so vorgesehen, dass da immer nur Nadeln kommen, wo auch der Punkt da ein bisschen dicker ist. Jetzt gehen wir wieder nach links. So, hier kommt auch wieder, hier ist der Stich jetzt etwas länger. Da mache ich mal drei Dreher. So, jetzt geht es wieder nach rechts. Und da habe ich wieder einen ganz langen Stich. Da muss ich jetzt erstmal schauen. Und zwar 1, 2, 3, 4. Dann stecke ich mir mal die Nadel und dann gucke ich, wie es wird. So ziehe ich ein bisschen zurecht. Und dann mache ich nochmal 4. 1, 2, 3, 4. Nochmal ranziehen und wieder nach links. So ist dann der Anfang. Hier mache ich 2, 3 Dreher. Also wie gesagt, da müsst ihr jeweils ein bisschen selber abschätzen, wie ihr das macht. Ja, jetzt wird weitergearbeitet. Hier so weiter. Hier sind die Stege noch länger. Ein bisschen höher rutschen. Hier sind die Stege noch länger. Da werden dann wahrscheinlich mehr Dreher noch gemacht. Und dann wird erstmal da hier runter bis zu der Spitze hier gearbeitet. So, ich muss zugeben, hier an dieser Stelle sieht es ein bisschen ungewöhnlich aus. Und zwar, ich muss mal eben mir einen Zeiger hier nehmen. Ich arbeite also von dieser Nadel aus
mit dem Läufer bis hierher. Da mache ich die Dreher und stecke hier die Nadel. Und dann geht es wieder hoch. Ja, dann arbeiten wir mit dem Läufer wieder hier durch zu dieser Nadel. Und dann wieder nach rechts und da kommt keine Nadel hin. Das heißt, da bleibt mein Läufer wieder liegen. Und ich arbeite mit dem nächsten Paar nach links. Das habe ich hier schon gemacht. Ja, also hier dann den Läufer liegen lassen. Dann mit dem nächsten Paar, was daneben liegt, nach links. Das wird Läufer. Hier wieder drei Dreher, da wird später wieder angehäkelt. Und jetzt kommen wir hier auf diese Linie wieder zurück. Das heißt, ich müsste aber hier wieder einmal um diese Nadel. Hier um diese Nadel rum mit Dreher. Und von da aus geht es dann weiter nach hier. Also es ist ein bisschen unglücklich gezeichnet. Wir sagen ja immer, es wird nie nach oben gearbeitet. Aber in dem Fall ist es wirklich ein bisschen so. Hier mache ich mir jetzt mal 5 Dreher, 1, 2, 3, 4, 5, lege ich um die Nadel, ziehe die zurecht und mache nochmal 5, 1, 2, 3, 4, 5 und mache dann Leinenschläge wieder nach links. Den Läufer schön anziehen, dass die Dreher schön flach liegen auch. Wie gesagt, beim Leinengarn ist das wieder ein bisschen speziell. Ihr könnt aber auch mit Fenne arbeiten, mit diesem Fenne 34-2, würde auch passen. Oder ein anderes, oder Aurifil könnt ihr auch nehmen, Aurifil 28-2, diese Baumwolle könnt ihr auch nehmen dafür. Ich wollte es jetzt hier mal mit Leinen machen, dann ist es auch schon ein bisschen stabiler. Ein bisschen fester, wenn ich dann das später dann auch falten will. So, jetzt gehen wir erstmal wieder hier rüber durch alle Paare nach links. Hier mache ich 2 Dreher, da wird später wieder angehäkelt. So, dann geht es wieder nach rechts. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen. So, hier nochmal. Hier mache ich auch wieder 3 Dreher. Da ist nicht so, da ist der Weg nicht so weit. Dann kann ich da mir die Nadel stecken. Nee, Moment, ja doch, da kann ich die Nadel hin. So, und jetzt gehen wir um die Ecke. Dafür muss ich dann mein Brett drehen. So, ich habe mein Brett jetzt gedreht. Nicht ganz rum, sondern nur ein Viertel. Von dieser Nadel aus gehe ich durch alle Paare rüber zu diesem Nadelpunkt. Diese Ecke hier werde ich im Leinenschlag noch arbeiten und dann hier erst im Ganzschlag anfangen. Und da möchte ich auch gucken, dass ich meinen Goldfaden irgendwie hier von hier aus hier an den Rand buxiere oder vielleicht von da aus schon. Da muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Da müssen wir jetzt ein bisschen tricksen. So, jetzt mache ich hier erstmal den Leinenschlag. Nochmal, oder? Aufgegangen. So, jetzt habe ich hier meinen goldenen. Da muss ich jetzt mal gucken, wie ich das hinkriege. Den muss ich aber auch noch mitnehmen. Und arbeite jetzt zu dieser Nadel. Ich drehe zweimal. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich setze hier jetzt erstmal meinen Nadelpunkt und gehe nach rechts. Es sind Gott sei Dank nicht viele Paare, dann bleibt es übersichtlich. So, hier
auch nochmal. Jetzt habe ich da einen Nadelpunkt, 1, 2, den drehe ich dreimal, da wird später von da aus angehäkelt wieder. Dahin. Jetzt gehe ich wieder nach links. Der ist wieder zu lang geworden. Ja, das Leinengarn ist ein bisschen störrig. Aber man muss das alles mal ausprobiert haben. Man muss mit allem mal gearbeitet haben, um sagen zu können, so, das ist mein Lieblingsgarn. Und das nehme ich am liebsten und so. Hier nochmal Leinenschlag, dann drehe ich hier zweimal. Dann komme ich an diesem Punkt da aus. Ja. Das heißt aber, ich lasse meinen Läufer liegen. Ungedreht, also die Drehung wieder aufmachen, ungedreht. Das rechte Paar, was daneben liegt, wird mein Läufer. Und da stecke ich mir die Nadel da vorher hin. So. Jetzt gehe ich mit dem nochmal nach rechts wieder. Da bin ich hier. Da drehe ich dreimal auch. Da wird später angehäkelt. Ich setze jetzt nicht da mitten die Nadel, sondern hier an der Spitze. Und dann häkel ich von da aus die lange Öse da an. So, da setze ich die Nadel hin. So, jetzt bleibt der erstmal liegen. Und jetzt hole ich mir meinen goldenen, mal gucken. Mit dem goldenen hier gehe ich jetzt nach rechts und arbeite hier einfach mal durch alle Paare durch. Dann habe ich den, den drehe ich hier einmal, lasse ich den liegen. Dann gehe ich mit dem hier nach links. Dann kann mein goldener hier außen liegen bleiben. Oder ich mache mit dem hier einen Umkehrschlag, das ist noch besser. Also, so komme ich an und mit dem letzten Marsch einen Umkehrschlag. Kreuzen, drehen, drehen, kreuzen, drehen, nee, kreuzen, drehen, so, drehen, wir sind ja im Ganzschlag. Dann stecke ich mir die Nadel und mache mit einem Ganzschlag zu. So habe ich jetzt beim Ganzschlag das Goldene hier außen liegen, was ich da außen mitführen will. So, jetzt muss ich mein Brett nochmal drehen, um ein Viertel, dann komme ich so aus. Mein Tuch nehme ich mit, damit ich die Nadeln da abdecken kann. Die kommen auch mal weg. So. Und jetzt habe ich hier mein rechts meinen goldenen, so, und hier links daneben meinen Läufer, mit dem arbeite ich jetzt nach links. Da kann ich schon Ganzschläge machen, Entschuldigung, also nochmal Kommando bis da zurück, noch einen. Dann mache ich erst die Schlagwechseldrehung. Mit allen Risspaaren, na hier hat sich was um die Nadel gelegt, mit allen Risspaaren eine Schlagwechseldrehung, so, der kann rein. Den drücke ich hier auch mal rein, dann wird es hier übersichtlicher, so. Hier liegt mein Läufer, Ganzschlag. Nochmal einen Ganzschlag und mit dem mache ich einen Ganzschlag und einen extra Dreh, ziehe die Nadel hier an der Ecke und stecke mir die da neu hin. Die kann stecken bleiben, die hier, so, da nochmal neu dahin und dann im Ganzschlag wieder nach rechts. Ja,
Jetzt kann so weitergearbeitet werden. Ich zeige euch jetzt die nächste Stelle. Ich will noch mal eben gucken. Na gut, man hätte die Reihe auch noch im Leinenschlag machen können, dann wäre es vielleicht ein bisschen ordentlicher geworden, aber ich mache es jetzt so. Extra Dreh am Rand nicht vergessen. Dann setzen wir da die Nadel, dann geht es im Ganzschlag wieder nach links und dann wird da wieder überall angehäkelt. So, zeige ich euch mal, bis wo jetzt weitergeht. Bis hier. Na. Bis hier machen wir alles Ganzschlag. Dann geht es im Leinenschlag wieder hier weiter. Und dann immer schön anhäkeln hier. So, und dann geht's, hier wird nochmal angehäkelt, da wird nochmal angehäkelt und dann geht's hier weiter. Im Leinenschlag. Also von da hier rüber bis hier Leinenschlag. Dann geht's im Ganzschlag hier wieder in den Kopf. Hier muss ich gleich wieder gucken, dass ich meinen Goldfaden hier wieder in die Mitte buxiere. Da müssen wir wieder tricksen, aber das zeige ich euch dann. Und dann hier soll der wieder hier außen am Rand mitlaufen. Ihr seht also, hier geht es jetzt weiter im Ganzschlag. Hier habe ich angehäkelt. Jetzt geht es wieder im Ganzschlag nach rechts. Ich zeige euch gleich das Anhäkeln nochmal für die, die neu dabei sind. Und noch nicht so die anderen Filme gesehen haben. So, hier jetzt die Nadel stecken. Zweimal am Ende der Reihe drehen, also einmal zusätzlich beim Ganzschlag. Und mit Ganzschlag schließen. Bei den Ganzschlägen immer schön anziehen. Sofort nach der Reihe und gucken, ob alles gut stramm gezogen ist. So, hier geht es wieder im Ganzschlag nach links. Jetzt zeige ich euch das Anhäkeln noch einmal. So, na. So, hier drehe ich dann einmal zusätzlich. Die Nadel, dann ist einmal gedreht, das reicht. Das reicht hier beim Ganzschlag. Sonst habe ich da zu viele Dreher. So. Ihr seht, wenn ich jetzt den Faden da durchziehe, so, und stecke den jetzt da rein, ergibt das wieder eine Drehung. Dann habe ich da praktisch zwei Dreher drin. Da sind zwei Dreher drin. So. Dann nochmal stramm ziehen. Einmal drehen nach dem Anhäkeln. Nadel stecken. Und mit Ganzschlag wieder nach rechts. Ja, jetzt kann man bis da, zeige es nochmal die Stelle hier, bis da im Ganzschlag arbeiten, hier nochmal anhäkeln und dann geht es im Leinenschlag weiter. Wie es dann weitergeht, zeige ich euch im nächsten Film. Ich wünsche euch bis dahin viel Spaß, viel Erfolg und macht's gut. Bis dahin. Tschüss.